Herzlich willkommen zurück zu Ape Escape 3. Es geht weiter mit den Abenteuer in der Wüste. Hier geht es nicht nur in die Wüste, sondern danach werden wir auch einen weiteren Bosskampf bestreiten müssen. Nicht gegen den pinken Affen. Stadt der Fata Morgana. Abenteuer in der Wüste auf der Suche nach der Affenoase. Auf geht's. Sayaka, sieh doch. Ich importiere die Charakterdaten in deine Morph-Uhr. Darf ich vorstellen? Der Geisterbeschwörer. Der Geisterbeschwörer kontrolliert einen irren Tanzgeist. Komme in der Trainingsstation in Übung. Let's go. Zur Trainingszone gehen? Auf jeden Fall. Der Geisterbeschwörer. Eine interessante Verwandlung. Ja. Der ulkige Genie hilft uns nicht von nun an. Der Geisterbeschwörer-Charakter lässt dich einen Geist und all seine geheimnisvollen Kräfte steuern. Das wird für einige Rätsel auch ziemlich wichtig. Während du dich verwandelst. Du kannst den Geist mit dem rechten Analogstick steuern. Kreise den rechten Analogstick, um den Geistertanz zu starten. Feige Affen und kampfeslustige Teleborgs können beide nicht anders als mittanzen. Benutze sie, um noch den verborgensten Affen zum Tanzen herauszulocken. Versuche diesen Affen mit einem Geistertanz herauszulocken. Das ist ziemlich overpowered, die Fähigkeit, weil man die Affen quasi bewegungsunfähig macht, so natürlich auch die Gegner. Move your body. Da haben wir den Gauchi. Junge, dieser Soundtrack. What is this? Gut gemacht. Jetzt erzähle ich dir, wie du als dieser Charakter Affen fangen kannst. Hab ich ja schon gemacht. Drücke die R3-Taste, um mit dem Netz Affen zu fangen. Oh, wow. Das geht doch mit jedem Charakter gleich. Versuche, all diese Affenpuppen zu fangen. Oh, come on, dein Ernst? Guck mal, wie die Puppen tanzen. Selbst die Puppen können tanzen. Move your body, Prince. Shake your body. Dom dom. Ah ja, jetzt kommen nicht die Rätsel. Jetzt bin ich gespannt. Wie war das nochmal? Das hat nicht immer richtig funktioniert. Das ist eine Zauberflasche. Und nur der Geist kommt hinein. Du kannst eine von zwei Flaschen betreten und dich in die andere versetzen. Der Geist kann auch Schalter umlegen. Mhm. Versuche den Schalter auf der anderen Seite der Tür zu drücken. Ah, die Mechanik ist gut gedacht, nett gemeint, aber irgendwie funktioniert das nie richtig. Wie ihr sehen könnt, irgendwie hat der keinen Bock. Jetzt ist er drüben, jetzt ist er drüben. Und ja. Es funktioniert nur so suboptimal. Und ob ihr es glaubt oder nicht, man kann noch mehrere Soundtracks für diesen Geist freischalten. Wiener Walzer, Blues und andere Dinge. Rock Music ist alles drin. Müssen wir halt erst freischalten. Ja, die Wüste war auch geil. Ah, sehr schwer. Geisterbeschwörer-Charakter, kannst du einen Geist kontrollieren? Du kannst den Geist mit dem rechten Analogstick steuern. Der Geist greift an, indem er Feinde hat und er kann tanzen. Lass ihn tanzen, wenn er bei einem Affen oder Teleborg ist. Dann fang den Affen, wenn er tanzt. Ich weiß, Aki, ich weiß es doch. Oh, die erinnert mich aus. Die erinnert mich so ein bisschen an Kingdom Hearts, ne? Oh, 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 oh. Komm ich hier noch raus? Jupp. Da gab's nicht auch so Herzlose mit Double Swords. In der Wüste, Agrabah. Oh ja, hier geht der Sand einfach mal weg. Oh, ist der Skorpion scheiße zu fangen. Und die sind auch nicht zu unterschätzen. Oh, der ist auch verdammt schnell. Komm, machen wir es mal so. Aber irgendwie will der nicht. Wieso kann er mit seinen Skorpionstachel Laserstrahl verschießen? Komm schon. Bruder, was ist das? Was ist das?
Junge, komm ich hier wieder raus? Oh, ist das ein Scheißaffe. Der ist richtig blöd zu fangen. Der ist richtig blöd zu fangen. Junge, der geht gar nicht. Hier sollst du bestimmt eine Verwandlung nehmen. Ich hab's nur ohne ihn gekriegt, wie immer. Nur in den äußersten Notfällen werde ich die Verwandlung benutzen, ansonsten ist das Spiel zu easy. Auch wenn es cool ist. Ich liebe die Verwandlung. Ich liebe sie wirklich. Damit ist es mir zu easy. Ein bisschen Challenge will ich schon haben. Ansonsten ist hier nichts. Wollte schon sagen, glaubst du doch wohl selbst nicht, aber wir müssen es jetzt für den Moment glauben. Ah, da ist der nächste. Ja, ich weiß, was man da machen muss. Dancen. Der Geisterbeschwörer-Charakter lässt dich einen Geist und all seine geheimnisvollen Kräfte steuern. Kreise den rechten Analogstick, um den Geistertanz zu starten. Benutze sie, um noch den verborgensten Affen zum Tanzen herauszulocken. Richtig, das ist eine gute Sache. Guck, wir haben jetzt auch schon extrem viele Verwandlungen. 3 Stück kommen noch. Das ist wirklich überschaubar. Dance with your body. Und tschüss, Mann. Noel. Das Tanzen wurde dir zu Verhängnis, mein Freund. Ja, die Angriffe an sich sind gar nicht mal so stark. Aber wir können halt den Geist steuern. Und guck mal jetzt. Dance, move your body. Und die sind einfach hilflos. Das ist so broken, ey. Holy shit, ist das overpowered. Und auch sie sieht cool aus in der Verwandlung als Satoru. Ja, da nehme ich nicht ganz so cool aus, ich finde. Die meisten Verwandlungen sehen schöner aus bei Sayaka. Könnte man, glaube ich, den Geist draufstellen. Aber ich mache es klassisch. Mit dem Auto. Gut, jetzt laden wir sogar noch. Was passiert? Eine antike Pyramide erscheint. Aha. Gut, dann gehen wir nochmal rein ins Ungewisse. Antiken Pyramiden lauern voller Fallen. Oh Gott, das ist so ein bisschen wie Mario 64 hier. Im Vulkan. Der fliegende Teppich. Heutzutage eine Astro-Karte, der fliegende Teppich. Aber natürlich auch allseits vertreten in Märchen von 1001 Nachts. Ein Kingdom Hearts 1 auch zum Secret Boss gebracht. Ja, er hat natürlich das Netz. Komm schon, jetzt reicht's mir aber hier. Tschüss, Mann. Hey, Macareno. Oh Gott, Takeshis Castle schon wieder. No. Oh, ich dachte schon, ich werde hier erwischt. Schaffen wir das noch? Yep. Immer hier schön verstecken, dann wird man nicht getroffen. Und hier bekommen wir als Belohnung einen Keks. Schön. Hier einfach drehen. Und da hinten ist wieder eine Action-Szene. Bin gespannt, was da auf uns wartet. Rüber da. Schön, schön. Und Action. The Golden Monkey. Indiana Jones hat den Schatz gefunden. Ah, wunderbar. Das Spiel ist gerade sozial. Mit einem wieder Heilung dazu. Schön, schön, schön. So muss das sein. Du dummes Schwein. Okay. Nein! Oh, Glück gehabt. War nicht ein blöder asozialer Dieb. Der uns bestehlen wollte. Und die goldene Statue, die sieht mächtig verdächtig aus, wenn du mich fragst. Da stimmt doch was nicht mit. Aber dazu gleich mehr. Indiana Jones, komm schon.
Damn, und er hat schon wieder... Nee, mein Freund. Nee, 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 nee. Wollte gerade sagen, ich hätte mich jetzt verwandelt, hättest du das genommen. Afiana Jones. Und guck mal. Wenn es wirklich nur eine Statue wäre, würde er sich nicht bewegen. G-Glitzer. Und der ganze Saftladen bricht ein. Wir müssen fliehen. Dim, 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 dim. Schnell hier raus. Der ganze Laden bricht zusammen. Oh, man. Bevor wir weitergehen, hier ist auch noch einer. Der Mumbo. Mumbo Number 5. So. Ist hier auch noch irgendwas Schönes oder geht's hier tatsächlich weiter? Da geht's weiter. Na, schöner Stunt. Hat hier aber nicht viel gebracht. Usha. Ah, sehr nice. 252. Ich weiß nicht, ob wir eigentlich jetzt schon maximale Anzahl haben, was die Verwandlungs-Morph-Energie da betrifft. Ba, ba, ba. Oh. Unsere Säulen stürzen zusammen. Jetzt müssen wir Land gewinnen. Pyramide bricht ein. Und da geht's nach Agrabah. In die Stadt. Ich denke, hier haben wir auch tatsächlich alles gefunden. Das erste. Oh nein, was macht hier ein. Ah, das gibt's doch nicht, ey. Ist tatsächlich einer. Mit motherfucking Guns. And Roses. Oh, ein Gegner-Spawner, nice. Haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Oh, als ob der noch rauskam. Ich hatte doch schon die Kamera zerstört eigentlich. Naja. Oh, come on. Bruh. Will Sam. Das sieht echt aus wie ein Agrabah, ohne Scheiß. Wenn wir jetzt nicht hier Sayaka steuern würden und auf einmal Sora hier wäre, würde ich sagen, oh nice, Kingdom Hearts. Kingdom Hearts 2 oder 1. Wie der mich treffen konnte, ist mir ein Rätsel. Aber ist okay. Den Mario haben wir gefangen. Auf zu Palast, wie sollten wir uns beeilen? Ich weiß ja nicht, aber ich möchte zum Rosa Affen, den Boss, den möchte ich challengen. Ah ja, jetzt gab es hier noch ein paar fiese Jump-Run-Passagen. Ich meine, da unten war auch das Secret. Das Endgame-Secret. Oh nein. Auch sowas gab es in Kingdom Hearts, ne? Gehen wir erstmal hier hin. Ah ja. Achso, den muss, muss ich erst die Vase kaputt kloppen. Kaluta! Ist hier so das Teppichlager. Gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Gut, dass wir vorher geschneit sind. Und ich weiß nicht, ob da unten was ist sonst. Ich möchte da jetzt erstmal nicht runter. Stehe unter einem Balken und spring hoch, um dich festzuhalten. Benutze zum Springen die R1-Taste oder die R2-Taste. Bewege den linken Arm. Machst du mal mit der R1. Um dich am Balken entlang zu bewegen. Wenn du vom Balken runterspringen willst, spring erneut. Du bist recht gut in Sport, Sayaka. Daher bin ich mir sicher, du kriegst das hin. Boah, wird schon schief gehen. Ein bisschen ausweichen, das ist jetzt keine große Kunst, ganz ehrlich. Das ist jetzt keine große Kunst. Ich dachte erst so, der Sportler. Sie ist doch nur das Idol. Naja. Wenn du meinst, Satoru, wahrscheinlich übertreffe ich dich auch in Sport. Deine Meisterdisziplin. Wallschirm. Noch ein Affe, Leute. Dann gibt es erstmal noch die Palastwache. Yeah. Ich dreh durch. Na, die Vase ist mächtig verdächtig, ganz ehrlich, Leute. Zack. Legendäre antike Vase. Ich habe sie einfach vernichtet. Und auch da hinten. Diese Vase bleibt auch nicht verschont. Dum, 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 dum.
viel guter Saft drin. Hör mal, Sayaka, ich habe gehört, dass es irgendwo eine geheimnisvolle Flasche gibt, in die nur ein Geist hineinkommt. Ah, ein Schlaumeier. Zufälligerweise ist die Flasche direkt vor meinen Augen. Ganz zufälligerweise. Ich weiß ja auch nicht. Geh da mal rein. So, was muss ich jetzt machen? Ach so, der muss da weg, ne? Dance, move your body. Luca Muka. Oh oh, Leute, jetzt kommt der Bosskampf. Und der war nicht einfach, das kann ich euch garantieren. Der war wirklich ziemlich schwierig. Tolle Leistung, aber das war's noch nicht. Niederlage! Fang die Hose auf. Komm mal auf, wie. Ist das eine Bühne? Meine Damen und Herren, sie ist Mitglied der berühmten, verrückten Fünf Affen und ein singendes Wunder des Dschungels. Ihre Schönheit schlägt Männer und Affen gleichermaßen in ihren Bann. Hier kommt die stets charmante Rosa Effel in der Starrolle eines fantastischen neuen Musicals. Stehen geblieben. Du in der ersten Reihe. Hast du diesen gelben Affen gefangen? Hm? Ja, das stimmt. Gute Arbeit. Vielleicht hast du mehr Potenzial, als ich dachte. Danke schön. Aber andererseits ist auf der Welt einfach nicht genug Platz für beide von uns. Hä? Ein Mädchen, das singen, tanzen und schauspielern kann, es kann nur eine geben. Und die Welt will nur mich. Sieh doch selbst, meine erste Musical-Produktion und deine letzte. Oh Gott, ganz anderer Dialog. Nur weil Sayaka ein Idol ist, betteln die sich jetzt, oder was? Direkt Kriegserklärung. Jetzt gibt's diese Cringe-Schlagermucke wieder. Schön, Avis gibt 2 Gas. So, take this. Man muss die nicht nur hinten. Die kann man lustigerweise noch gar nicht einfangen, das weiß ich nämlich noch. Wie war das denn nochmal? Muss ich jetzt mit Genie machen? Irgendwas war doch hier. Muss die, glaube ich, nur einmal hinten. Naja, die port sich immer weg. Ganz ehrlich, da müssen wir auch ein Musical machen. Dance! Move your body! Ja, so wird's gemacht, so nicht anders. Natürlich so eine Sprintattacke, juckt aber keinen. Move your body. So, tschüss mit der Schlagermucke. Hier wird gedanced. Move your body. Move your body. Selbst die Coins und so tanzen. Oh, Megalul, ey. Und take this. Wunderschön. Das ist so broken. Einfach die ganze Zeit das Spam. Dance. Wo sind die jetzt? Der Bosskampf ist free, Leute. Das ist einer der einfachsten Bosse. Man kann halt nichts machen dagegen, ne? Ist euch ja schon klar, ne? Wo sind die jetzt? Hier. Ah, dammit. Egal. Wir schlagen zurück mit unserer eigenen Musik. Ich weiß ja gar nicht, wo die ist. Oh, 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 oh. Oh, oh. Jetzt geht's richtig ab. Jetzt erstmal ausweichen. Jetzt wird's ein bisschen heftiger. Kommt jetzt der Spezialangriff? Ja, der Laserstrahl tatsächlich. Einfach rüberspringen. Vernichtet ihre eigenen Lakaien. Minus 200 IQ. Na, jetzt kommt er. Special Attack. Einfach von der Bühne runter. Wird man nicht getroffen. 200 IQ Strats. Bleibt hauptsächlich nur einen auf Bühne an. Was macht denn jetzt nochmal? Ah, nochmal die Stampfattacke. Damn. Muss ich jetzt attackieren oder was? Wie war denn das nochmal? Ich glaube, ich muss Willi attackieren. Ja. Kann die aber gar nicht treffen. What the fuck, man? Ah, in der Phase aber schon.
Oh nein! Dance! Move your body! Dance! Move your body! Leuchtet rot! Ein ziemlich langer Bosskampf, aber schwer ist das nicht, liebe Leute. Schwer ist es nicht! Absolut nicht! Das ist doch ziemlich easy! Aber wenn wir in Nähe sind, sind zum Dancen bringen! Ich weiß gar nicht, wo die jetzt ist. Wo ist der rosa Affe? Da! Take this! In your motherfucking face! Immer schön auf Dance drücken, damit wir auch gar nicht diesen schrecklichen Schlag hören müssen von der. Ganz ehrlich, die sollte lieber ihre Musikkarriere an Nagel hängen. Ich möchte gerne Helene Fischer. Und das war's schon. Unfassbar einfach, dieser Bosskampf. Jetzt wissen wir, wer von uns beiden wirklich Talent hat. Klappe, dafür wirst du bezahlen. Ich verspreche, du wirst bezahlen. Deine Show ist vorbei. Nein. Ich werde stärker. Beim nächsten Mal nehme ich Rache. Ich wollte nur die Tage meiner Kindheitsidole hinter mir lassen und eine echte Schauspielerin werden. Als ob ich mich kriegen lassen würde, Idiot! Sie ist weg. Sayaka? Keine Bange, du kannst nicht alle fangen. Wenigstens ist der Fernsehsender geschlossen und das allein zählt. Jetzt ab nach Hause. Okay, ich komm schon. Tja, ich verstehe jetzt nicht so ganz, warum die Entwickler sich so entschieden haben. Weil, wenn man das Spiel durchgespielt hat, muss man diesen Boss einfach normal machen, da ändert sich nichts dran und dann kann man tatsächlich den rosa Affen auch anfangen. So lange müssen wir uns noch gedulden. Einfach wunderbar, null gefangene Affen. Wunderbar. Tja, der rosa Affe, ne? Von dem halten, was man möchte. Zwei Persönlichkeiten, sag ich mal. Ist der rosa Affe zurück, Tomoki? Nein, noch nicht, Sir. Was bildet die sich eigentlich ein? Toll. Was eine unnötige Cutscene. Der rosa Affe hat sehr hübsch gesungen. Ah ja, wenn man auf Schlager steht. Aber mir gefallen Sayakas Lieder besser. Mir auch. Tja, sie ist entkommen, aber zumindest hast du den Fernsehsender geschlossen. Beeil dich und gehe zur nächsten Stufe. Stufe, Stufe, Stufe. Ich nenne das lieber Level. Stufe, wer sagt eine Stufe? Stufe 1. Bin gestolpert über eine Stufe. Okay, mal gucken, ob wir jetzt tatsächlich hier nochmal ein Morphorrad kaufen können. Tatsächlich, jetzt gibt es 10, aber jetzt haben wir komplett alles. Wunderbar, das nenne ich doch mal geil. Dim, dim, dim. Wunderbar, das nenne ich geil. Dim, dim, dim. Einfach nur awesome. Hast du maximal Morph-Energie, haben wir jetzt schon. So früh im Spiel, das ist super. Die hätte ich damals im Let's Play gar nicht gekauft. Erst im Let's Play. Aber diesmal mache ich es besser. Musik-CD, heiße Quellen. Vielleicht kriegen wir auch vom, Geist, neuen Soundtrack. Das wäre auch ziemlich geil. Musik-CD, heiße Quellen. Heiße Quellen 1 und 2, jetzt haben wir beide. Jackpots, Hinweisbuch. Und Non-Jackpots, Teleportkarte. Ja, goddammit. Nicht das, was ich wollte. So, die gibt's doch nicht. Die gibt's doch nicht, Leute, weil die kommen hier, glaube ich, später hin. Kann doch gar keine neuen Tracks für den Geist haben. Okay. Ich hätte aber gerne lieber das andere Card. Affenwurf, gibt's schon Minispiel. Viel zu holen, Leute. Aber läuft ja nicht weg. Das ist schon mal gut, dass wir jetzt die Morph-Energie maximal haben. Sieht auch richtig geil aus. Gut. Haben wir das soweit?
Im nächsten Part geht es weiter mit Wunder der Welt. Zweitlieblingslevel, Leute. Zweitliebstes Level. Lieblingslevel, wissen Sie, wie ich zur Affenstraße komme? Zweitliebstes Level, Wunder der Welt. Absolut amazing. Urlaubsfeeling pur. Dschungel, antike Ruinen, Urlaub, geiler Soundtrack. Einfach alles. Dieses Level bietet auch so viel. Ah, das wird geil. Da könnt ihr euch drauf freuen. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.